Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin zum ersten Video oder ersten Teil des Hardware-Videos. Wir werden uns jetzt erstmal nur von außen angucken, damit ihr das von außen sehen könnt. Und dann werde ich es gleich auch am PC anschließen, an die Capture-Card, und dann gucken wir uns das Menü mal genau an. Ich werde euch dafür mal ranzoomen, so dass ihr das so ein bisschen besser im Auge habt. Wie ihr seht, hier vorne haben wir dann eine Uhrzeit. Und hier oben, das leuchtet blau. Ich werde dafür mal meine Softbox ausmachen. Und dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Und ich finde dieses blaue Licht echt sehr, sehr schick. Auf der Beschreibung, also auf den Bildern, war das hier ringsherum bunt. Also ich denke mal, dass wir das noch einstellen können. Dass es bunt leuchtet, würde ich jetzt mal sagen. Also ich zeige die euch mal auch von den Seiten. Also die leuchtet wirklich komplett ringsherum. Auch na hinten nicht. Achso, das seht ihr nicht. So, hinten nicht. Da beim HDMI kommt ein bisschen durch. So, aber hier so einmal fast komplett rum. Ja, dann würde ich jetzt hier auch wieder einen Cut machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich am PC, wenn wir die Box das erste Mal richtig uns das Menü angucken werden. Den ersten Eindruck vom Menü logischerweise. Und danach mache ich dann noch ein Video, wie wir die Box dann das erste Mal einrichten werden. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden, mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns gleich. So, jetzt sind wir auch fast schon an der Android-Box. Ich habe den Strom ab. Wir wollen uns ja das Startbild hier gemeinsam ansehen. Ich hatte das gestern alles schon aufgenommen, leider ohne Ton. Ich mache jetzt erstmal schon mal Strom ran. Also nicht wundern, es sind schon einige Sachen vorinstalliert von mir. Leuchtet blau. Aber ich wollte nicht alles nachvertonen und so, deswegen habe ich gesagt, ach scheiße, ey. Dann machst du halt das nochmal. So, also ich finde den Start von der Box finde ich ganz schön. Ist auch ein kleines, flinkes Scheißding. Den Bildschirm, den musste ich dann erst noch anpassen. Da zeige ich euch jetzt gleich alles. Also ich habe hier meinen Kodiana drauf. Kodi ist auch drauf. Ich habe Kodi auch relativ... Kodi ist schon vorinstalliert. Da zeige ich euch auch gleich. Ich habe ja auch das Video gemacht zum Kodi mit M3U-Liste. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal die Oberfläche an sich durch. Wir haben halt den Kodi Player, was Kodi ist. Wir haben Browser, Apps, da sind alle Apps drin. Wir haben Musik, da sind die Musik-Apps drin. Also wie gesagt, jetzt einfach nur Musik, und hier können wir eine App hinzufügen. Wenn wir sagen, jetzt zum Beispiel der MX-Player, der ist für Musik da. Können wir das so machen, und dann ist der halt hier auch bei Musik. Das gleiche auch bei Videos. Wir müssen bei Videos unbedingt Movie Player, MX Player, BS geht nicht. Also bei Series funktioniert nicht, habe ich schon ein paar Mal versucht. Und doch noch einen, da haben wir nicht. So, und dann haben wir hier unsere Player, womit wir halt auf Festplatte zugreifen können oder ähnliches, was wir anschließen. Box. Ich empfehle euch, der Movie Player ist vorinstalliert. Ich empfehle euch grundsätzlich immer den MX und den VLC Player. Einige Apps arbeiten mit MX, einige mit Movie, eine mit VLC und einige auch mit allen dreien. Und manchmal kann es Probleme mit einer App und dem Movie Player geben, dann wechselt man einfach auf MX oder VLC Player. Deswegen mein Tipp, wenn nur einer von diesen dreien bei euch installiert ist, ladet euch die anderen zwei noch runter. Ja, also immer, dass ihr Movie Player, MX Player und VLC Player auf der Android-Box habt, fahrt da am besten mit. So.
dann haben wir hier Google Play. Starten wir Google Play, ganz normal. Daten von meiner Frau sind schon drauf. Hier können wir jetzt den Cache lernen. So, haben wir hier unten, habe ich gemacht Kodi, also Kodiana Kodi. Jetzt hier auch weglöschen. Ich habe das einfach mal so gemacht, damit ihr seht, wie weit es geht. Man kann auch noch zwei Apps zusätzlich machen. Die erscheinen dann hier unten. Das finde ich dann aber ein bisschen übertrieben. Voll. Nehmen wir mal hier ein paar Apps weg. Wir brauchen auch den Mobi und den Fair nicht mehr. Da haben wir dann schon ganz übersichtlich. Achso, den weg. So, dann hat sie hier dann noch Kodiana. Netflix habe ich drauf gemacht, aber Netflix und Amazon empfiehlt, war vorher schon da. Aber das empfehle ich nicht bei Android-Boxen, weil die Android-Boxen meistens keine Lizenz haben von Netflix. Und dann macht sich das recht, naja, dann ist da halt meistens nur eine Tablet-Version drauf. Und das ist dann, naja. Also da empfehle ich euch wirklich, greift auf Produkte, die lizenziert sind von Amazon und von Netflix. Wie gesagt, Fire TV von Amazon oder Samsung TV, LG TV und so, die haben alle die offizielle Amazon und Netflix App mit bei. Da habt ihr wesentlich mehr davon, wenn ihr die nutzt oder Fire TV halt, als wenn ihr hier in der Android-Box nicht. Es geht auch, man kann auch mal was gucken, aber ich empfehle es halt nicht. WAVU noch nicht eingerichtet. Das ist erstmal nur zur Sicherheit drauf. Dann noch mal hier Clipfish hier, wie heißen sie? Warten, dass wir den Namen sehen. Watchbox, genau. Das ist ehemalig Clipfish. Das ist komplett gratis. Da könnt ihr auch Filme, Serien gucken. Die Auswahl ist natürlich so groß wie bei Amazon und Netflix. Und so richtig Bestseller sind hier jetzt auch nicht wirklich mit bei. Aber es sind ein paar echt gute mit bei. Und Animes sind auch mit bei. Dann ganz normal YouTube. Dann starten wir nochmal den Kodi Player, dass ich euch den nochmal zeigen kann. So, da ist jetzt ganz normale Kodi drauf. Also Kodi 6, glaube ich. Das habe ich auch schon aktualisiert. Und wir können dann hier als Filme gehen, auf TV gehen. Der aktualisiert gerade. Beim Aktualisieren kann es mal ein bisschen dauern. Die Box war jetzt die ganze Zeit vom Strom abgeklemmt. Da kann es dann mal ein bisschen was dauern. Gehen wir mal einfach wieder ins Hauptmenü, gucken uns den Rest an. Gucken uns nochmal Kodiana Kodi an. Da habe ich aber jetzt auch noch nicht großartig was gemacht. Ich habe es nur installiert und habe halt die Daten drauf, also den drauf gemacht, wie meine Frau das von mir halt kennt. Ihr seht da Add-on. Halt alles. Dann. Dann haben wir hier Settings. Hier so wie so ein Pop-up-Menü aufgebaut. Da habt ihr so das Nötigste eigentlich mit drin. Entwickleroptionen habe ich euch gezeigt, wie ihr die bekommt. Die müsst ihr doppelt freischalten. Zeige ich euch auch gleich. Also ihr könnt hier. Ihr könnt dann noch hier Konten hinzufügen, Standort, Bluetooth, Infos. Ja, wenn ihr hier bei Infos geht und dann Bundle Number. So, da müsst ihr 8-mal schnell drücken, dann kriegt ihr 3. Ihr habt da Speicher verwalten. 25 GB internen Speicher. Also richtig toll. Ihr könnt auch sehen, was ihr hier, wofür was weggeht. Daten, Videos. Aber 25 GB, das ist schon mal ein schöner, richtig, richtig schöner Grundbaustein, um die nötigsten Apps zu installieren, um für Updates bereit zu sein. Weil viele Android-Boxen hatten am Anfang echt wenig Speicherplatz.
Ja, und dann ist er halt ein bisschen was mehr geworden, aber wenn wirklich viele Apps oder die wichtig drauf sind und die Updates, dann wird schon ziemlich knapp. Können wir auch auf Werkseinstellung zurücksetzen. Bildschirmschoner kennt er ja Apps, da kommt dazu Apps, da sind dann alle installierten Apps und Apps drin. Kann ich euch auch mal gleich mal zeigen. Man Apps deinstalliert ganz schnell, geht da drauf. Ich empfehle euch immer Cache löschen, also bevor ihr was deinstalliert, Daten löschen und dann deinstallieren. Geht weg. Moment, meine Mutter ruft gerade an. So, fertig. Ja, meine Mutter wollte eine Nummer vom Hort haben, meiner Nichte. Okay, geh mit. Weil bei uns ist hier gerade Großbrand und wird alles Schule weg. Und aber es ist halt nur bis mittags und so wegen ganzen Qualmgeruch und so. So, wir können es ja nochmal machen, damit ihr das seht. Ah, okay. Okay. Abbrechen. So, ich muss mal zurück. So, und dann haben wir jetzt hier halt auch noch ein paar Apps drauf und mal Smart IPTV draufklicken. Hier, da ist der Cache leer und Daten nochmal löschen. Dann deinstallieren. Okay. Okay. Und die App ist weg. Ja. So einfach geht das. Habt ihr hier noch Töne? Systemtöne könnt ihr an- und ausschalten, also dass ihr dann halt beim Umschalten hier keinen Ton habt oder so. Ich lasse es mal an. Netzwerk, da bin ich mit meiner Fritzbox verbunden. Und Bildschirmschoner ist Bildschirmschoner, das kennt ihr. Aber wir haben hier unten bei Plus auch noch, oder ich gehe mal am besten, da seht ihr das vielleicht. In Apps. Da haben wir jetzt auch hier nochmal Einstellungen. Wir haben einmal Droid Settings. Da haben wir dann halt hier so das nächste. Können wir hier HDMI CEC anschalten. Das heißt, dass wir mit der Fernsehfernbedienung den, ja, die Android-Box machen können. Hier haben wir Display. SD zu HD, Quatsch, HDR zu SDR. Auto. Wir haben SDR zu HDR. On. So, dann haben wir Dolby Vision, da habe ich gemacht. So, Screen, hier können wir den Screen dann anpassen. Und hier habe ich den halt auch angepasst. Der war nicht ganz auf 100% und dadurch hatte ich links, rechts, oben und unten einen schwarzen Balken. Könnt ihr denn hier machen? Hier könnt ihr dann einstellen, wie ihr gerade rausgehen wollt. More Settings. Da habt ihr den. Warum hier jetzt nicht 4K erscheint, weiß ich auch nicht, weil die Box ja eigentlich 4K kann und die in meiner Avamedia dran. Ne? Kann ich jetzt schlecht beurteilen, deswegen mal gucken, wenn sie angeschlossen ist. Vielleicht ist der mitgelieferte Kabel dafür auch nicht gerade optimal, dass der vielleicht nur oder die kann. Das kann ich euch im nächsten Video sagen. Oder ich schreibe es mit in die Beschreibung. So, und dann habt ihr hier More Settings. Das kennt ihr alle wie vom Tablet. Hier habe ich auch wieder Entwickleroptionen frei. Das habe ich auch im Video gemacht, weil viele mal danach fragen. Das müsst ihr separat wieder freischalten. Also das ist hier nicht an. Obwohl das andere angeschaltet ist, müsst ihr hier wieder ganz nach unten. Wandeln nochmal drücken, paar Mal drücken, also achtmal, dass ihr die Entwickleroption auch hier freigeschalten bekommt. Ja, von Android Autoradio oder Tablet. Hier haben wir wirklich nur auf das Nötigste reduziert. Hier kann man noch die Helligkeit, Uhrzeit und was weiß ich alles einstellen. Die Uhrzeit übrigens, wenn ihr die in der Box ändert, dann wird sie automatisch vorne angezeigt auf der Box. Hier haben wir den Arbeitsspeicher. Wir haben hier 3 GB Arbeitsspeicher, was ich richtig geil finde.
eine Android-Box eigentlich ganz ausreichend und okay. Ich habe da Deutsch. Ja, okay. Gebe ich euch noch einen Tipp. Aber Tastatur. Habe ich hier irgendwo anders eingestellt. Hier bei es. Da unten. Da empfehle ich euch. Das war hier nicht. Also das war ein Kodi. Nee. Ein Kodi war das. Wenn ihr im Kodi seid, da zeige ich euch gleich. Da müsst ihr denn. Würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal zu der Benutzeroberfläche. Ich werde euch auch gleich Kodi zeigen. Ich werde nochmal ein separates Video machen, weil sonst wird das alle zu lang. Das soll jetzt erstmal nur so die Benutzeroberfläche sein und ja, damit ihr so einen ersten Eindruck von der Box bekommt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man den Hintergrund schwarz gelassen hat, dass man den sich nicht anpassen kann, um das ein bisschen aufzufrischen. Und dann noch, also das ist aber kein Kritikpunkt. Der einzige Kritikpunkt, den ich echt habe, das ist eine komische Sidebar, die ihr hier unten seht. Ja, wenn ich dann hier mit dem Flyer runtergehe, gut, in den Apps wird es ausgeblendet, aber jetzt ist er weg. Das nervt extrem und ich habe jetzt auf den ersten Blick nichts gefunden, dass man dieses Menü ausblenden kann. Das ist halt von einem Tablet übrig geblieben. Das hat mein Bruder auf seiner Android-Box auch und ich habe da auch schon ein paar Mal versucht, das wegzukriegen. Es geht leider nicht weg. Ich würde mir wünschen, weil es nervt, man braucht es nicht. Weil ich möchte nicht mit dem Maus anmachen, irgendwo hinklicken. Ich möchte dieses Menü ja nicht haben. Oder wenn ihr das haben möchte, kann man ja sagen, eben an- und ausschalten oder ein- und ausblenden. Weil so nervt mich das extrem. Weil brauche ich nicht. Wer braucht das? Weil wir haben hier unsere Tasten, die funktionieren sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut. Hört mal den Druckpunkt. Ja, und die sind auch nicht zu laut. Die haben richtig schönen. Die haben einen schönen Druckpunkt. Man kann oben nochmal blaue Knöpfe für Power, für Fernsehen mit einem Pfeil, lautlos, laut, leise. Die sind dann für ein TV, wenn man halt CEC anmacht. Dann kann man damit steuern. Man kann auch die LED ausschalten an der Box. Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe jetzt Kodi hier gedrückt. So. Läuft wirklich wunderbar. Ich habe sie gestern eine ganze Zeit angehabt, um alles einzustellen. Ich habe alles auch am Stück eingestellt, ohne sie neu starten zu müssen, ohne dass sie sich aufgehangen hat oder sonst irgendwas dergleichen. Kann ich nur sagen, echt top. Wirklich top. Auch mit dass diese Hinterherschleifen, was andere Boxen haben, wenn man schnell weitergeht, dass es sich dann aufhängt und dann halt auf einmal, man lässt dann los, also man drückt dann nicht mehr weiter nach rechts zum Beispiel und dann muss man halt eine Weile warten, bis halt hinterhergezogen kommt, das Feld. Das ist hier überhaupt nicht. Alles funktioniert gleich reibungslos. Seht ihr, ohne hinterherziehen. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass wir diesen Memory Clean, dass wir den gleich vorne auf der Hauptseite haben. Wenn man wirklich viele Apps auf hat und viele Apps nutzt, der Arbeitsspeicher und so, der geht sehr, sehr schnell voll. Ja, weil Android-Apps mittlerweile echt, naja, immer größer werden. Da ist das richtig geil, dass wir hier sowas haben und dann können wir hier schön den Memory clean. Dadurch haben wir immer einen schönen freien Memory. Box reagiert schnell. 1%, zack, bumm, runter. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also man muss nicht unbedingt umständlich ins Menü und sagen, oder eine zusätzliche App installieren, was eben dann noch mit Werbung zuballert bis zum Jed nicht mehr. Nein, einfach hier rauf, clean, zack, und es wird gecleant. Wirklich hervorragend. Also bis jetzt habe ich keine negativen Erfahrungen mit der Box gemacht. Die reagiert schnell, es war alles sehr, sehr schnell einzurichten. Oberfläche sieht auch sehr gut aus. Ja, jetzt kommt es halt auf den Hardware-Check an. Jetzt werden wir die eine Weile benutzen, beziehungsweise Frau wird die eine Weile benutzen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie sich
dann so jetzt im Langzeittest schlägt. Ich mache dazu nochmal einen Hardware-Check. Später, ich werde jetzt noch ein Video machen und euch Codiana Player zeigen, wie er aussieht, was ich gemacht habe und warum und weshalb. Und ich werde noch ein Video zu Codiana machen, warum ich da drauf habe und weshalb. Und dann soll ich hoch. So, das soll es jetzt aber hier zu weit gewesen sein. Wenn ich euch damit helfen konnte, würde ich mich über ein Däumchen sehr freuen. Däumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, die Abo-Glocke zu drücken. Das ja auch Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich wieder was Neues mache. Ein Abo kostet nichts. Ich mache öfters sowas. Würde mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Haut da rein. Ahoi. Der Odin.